Es ist der 24. Februar 2022. Der Krieg ist ausgebrochen. Russland hat damit begonnen, die Militärbasen, Waffenlager und so weiter in der Ukraine auszubomben. Charkow wurde eingenommen, die Stadt, wird berichtet. Hier in Donetsk im Zentrum ist es recht ruhig. Im Hintergrund sind Explosionen zu hören, aber das ist für die Bewohner nichts Neues. Sie gehen ihrem Alltag nach. Dennoch sind die Straßen vergleichsweise leer. Hier sieht man hinter mir ein Plakat. Wir sind der russische Donbass. Also die Leute hier, die wollen wirklich zu Russland gehören. Die feiern die aktuelle Situation. Und ja, und was soll ich jetzt zur aktuellen Situation sagen? Ich höre, wie in den westlichen Medien jetzt über das Geschehen berichtet wird. Das böse Russland attackiert die Ukraine. Es ist alles schwer zu erklären, wenn man nicht im Thema ist. Aber ihr müsst euch vorstellen, dass Russland jetzt 8 Jahre lang immer wieder aufgefordert hat, das Minsker Abkommen einzuhalten. Die Ukraine hat sich nicht daran gehalten. Sie ist nicht auf die Donbass-Republiken zugegangen, hat versucht, die Situation zu klären. Die haben sich nicht mit den Premiers der Republiken treffen wollen. Stattdessen bombardieren sie seit 8 Jahren die Randgebiete der Donbass-Republiken, schießen auf die Zivilisten dort, die in komplett zerschossenen Häusern leben. Sind ganz viele Menschen gestorben, Kinder. Die Menschen feiern das deshalb, was jetzt hier gerade passiert. Sie sehen das als Befreiung. Endlich ist es vorbei. 8 Jahre lang haben die gelitten unter diesem ständigen Beschuss, unter ständiger Angst. Und es wird halt einfach nicht berichtet in den westlichen Medien, dass die Menschen in den Donbass-Republiken sich eben abgespaltet haben, weil in Kiew eine Nazi-Regierung den Präsidenten verjagt hat und seitdem eben die russische Bevölkerung terrorisiert. Ich meine, das Erste, was... Stellt euch mal vor, 2014 hätte in Deutschland eine nationalsozialistisch orientierte Gruppierung Frau Merkel verjagt, sich ins Parlament gesetzt und gesagt, Deutsch ist jetzt nicht mehr Amtssprache. Und es hätten sich Bundesländer von Deutschland dann einfach abgespalten, weil sie das eben nicht dulden wollten, diese illegale nationalsozialistische Regierung. Und dann hätte zum Beispiel Russland angefangen, diese Nazi-Regierung zu unterstützen und Beamte dahin zu schicken, Menschen wie Klitschko dahin zu schicken, die das Ganze öffentlich unterstützen. Obwohl es sich um Nazis mitten in Europa handelt. Das ist genau das, was passiert ist in Kiew 2014. Und dann eines herrlichen schönen Tages hätten diese Nationalsozialisten in der deutschen Regierung angefangen, die sich abgespaltenen Bundesländer zu terrorisieren mit schwerer Artillerie. Angefangen, Dörfer zu beschießen. Es ist ein richtiger Sniperkrieg, was hier seit 8 Jahren betrieben wird. Und zwar nicht nur von den Volksmilizen, die sich gebildet haben, um eben die Donbass-Republiken zu verteidigen, sondern die Sniper schießen auf Zivilisten, auf Menschen, die einfach gerade zur Arbeit gehen. Ich habe auch gehört von einer Frau, dass sie sogar auf Kinder schießen, auf Schulbusse. Ich habe selber mit eigenen Augen ganz viele Schulen und Kindergärten gesehen, die komplett zerschossen waren. Und das wird vom Westen unterstützt. Also da wird nichts gegen gesagt. Habt ihr mal einen Bericht darüber gehört? Ja, man hört es gerade im Hintergrund knallen. Ich weiß nicht, ob man es im Video hört. Deshalb, liebe Leute, sind die Leute jetzt hier im Donbass, vor allem hier in Donetsk, was als Hauptstadt gesehen wird, extrem dankbar, dass Russland endlich etwas tut, endlich ja, die Menschen befreit von diesem Terror,
den sie seit 8 Jahren erleben.